herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich stehe hier gerade auf dem wohl coolsten und spannendsten neuen Fortbewegungsmittel, das so in letzter Zeit auf den Markt gekommen ist. Das Ding nennt sich Oxboard. Und was es alles kann, wie man es fährt und ob sich ein Kauf lohnt, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! In letzter Zeit kommt man kaum um diese Dinger herum, denn sie sind überall. Es gibt hunderte Firmen, die tausende Varianten davon herstellen. Und obwohl sich zwischen den Begriffen Hoverboard, Monorover, Self-Balancing Scooter, Roadrunner oder, was ich ziemlich cool finde, Swagway, ja, das Gerücht hält, dass das originale Modell I.O. Hawk heißt, weiß eigentlich niemand, wo diese Dinger wirklich ihren Ursprung haben. Fakt ist, es herrscht endlose Verwirrung. Das Modell, was ich hier allerdings habe, kommt von einer niederländischen Firma, heißt wie gesagt Oxboard und weiß sich durch ein paar Merkmale von der Masse abzuheben. Aber dazu später mehr, denn wir fangen erstmal am Anfang an. Was ist dieses Ding und wie fährt man es? Naja, im Grunde genommen haben wir hier einfach einen elektrisch fahrenden Scooter, ähnlich wie ein Segway, nur in kleiner. Und statt mit einer Lenkstange wird hier alles per Gleichgewicht gesteuert. Das Oxboard besteht deshalb aus zwei separaten Fußablagen mit angeschraubten Rädern aus hartem Gummi, die über eine gemeinsame Achse verbunden sind und sich gegeneinander verbinden können. Wenn man sich jetzt also mit seinem Fuß auf eine dieser Ablagen stellt, wird mit Hilfe einer Druckfläche ein Sensor aktiviert, der die aktuelle Neigung der jeweiligen Seite bestimmt und das Rad entsprechend dreht. Im Endeffekt bedeutet das einfach, dass man sich auf dem Oxboard nach vorne bewegt, indem man sich nach vorne lehnt und nach hinten bewegt, indem man sich, wer hätte das gedacht, nach hinten lehnt. Sobald man das dann beherrscht, ist es auch eigentlich gar nicht mehr so schwer, sich auf der Stelle zu drehen oder um Kurven herumzukommen, denn dafür muss man nur einen Fuß weiter nach vorne neigen als den anderen. Ich finde allgemein, dass es echt viel einfacher ist, das Fahren zu lernen, als man vielleicht zuerst vermutet. Ich habe sicherlich schon ungefähr 100 verschiedene Leute mein Oxboard ausprobieren lassen und eigentlich hat sich jeder davon nach ein paar Minuten sicher gefühlt. Das Teil macht einfach einen großartigen Job, diese ganze Balance-Sache für einen zu übernehmen. Es dauert nicht lange und anstatt wirklich bewusst zu fahren, denkt man nur noch darüber nach, wo man hin will und zack, schwebt man wie von alleine davon, woher dann auch der Spitzname Hoverboard kommt. Das sieht einfach wahnsinnig cool aus und dadurch hat das Oxboard eine enorm große soziale Komponente. Ganz egal, wo man unterwegs ist, man zieht immer sofort eine ganze Menge Blicke auf sich und wird immer wieder angehalten, weil einfach jeder auch mal probieren möchte. Und ganz ehrlich, das macht fast genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr Spaß, als selber zu fahren. Eigentlich haben wir hier nämlich eine sehr ähnliche Situation wie mit Jetskis. Man kann auf dem Oxboard einfach unmöglich traurig sein, weil wo das Ding auch ist, ist immer gute Laune. Es sei denn natürlich, man kommt nicht weiter oder fällt gleich komplett auf die Fresse, was beides gar nicht mal so selten passiert, wenn man nicht aufpasst. Der Hersteller selbst sagt, dass das Board für die Verwendung auf trockenen, ebenen Böden konzipiert wurde und die Verwendung auf allen anderen Untergründen, Zitat, unvernünftig sei. Aber wie das nun mal so ist, liest sowieso niemand die Bedienungsanleitung oder hält sich sogar daran. Die meisten werden also trotzdem versuchen, auch in der wilden Welt da draußen mit dem Oxboard herumzucruisen und obwohl da tatsächlich einiges möglich ist, gibt es auch hier Grenzen. Normale Gehwege oder Strecken mit starkem Gefälle sowohl aufwärts als auch abwärts gehen zum Beispiel klar, selbst wenn der Untergrund mal nicht asphaltiert ist, sondern aus Pflasterstein oder ähnlichem besteht. Auch auf Rasen, Erdböden oder Kieswegen kommt man erstaunlich gut voran, solange man darauf achtet, dass man nicht in irgendwelchen Löchern oder zwischen großen Grasbüscheln hängen bleibt. Und auch wenn es vielleicht nicht gerade das Schlauste ist, bedeutet selbst Regen nicht unbedingt gleich Ende. Denn das Board ist zwar nicht explizit für die Nutzung in feuchten Umgebungen zugelassen, aber meins hat ein paar Spritzer bisher immer überlebt, auch wenn die Räder dann nicht mehr so wirklich gut greifen. Der einzige große Feind des Oxboards ist tatsächlich die Bordsteinkante. Während kleine Sprünge abwärts oft kein Problem sind, kommt man trotz der großen Räder nämlich fast nirgendwo hinauf, da man bei zu geringer Geschwindigkeit meistens hängen bleibt und bei zu hoher Geschwindigkeit durch den kurzen Ruck die Balance verliert. Die einzige Chance, die man hat, ist schräg auf eine Kante hochzufahren, aber dafür braucht man viel Übung. Sehr viel Übung. Unmöglich, Alter, die Kante ist zu heftig. Aber apropos Geschwindigkeiten.
Das Oxboard schafft bis zu 15 Kilometer pro Stunde. Das hört sich erstmal wenig an, aber glaub mir, im Alltag reicht es vollkommen aus, weil man sowieso fast nie so schnell fährt, was zwei Gründe hat. Erstens sind Hoverboards schon vom Grundaufbau her aus physikalischen Gründen dazu verdammt, immer langsam zu fahren, da die Achse, auf der man balanciert, nicht in Fahrtrichtung, sondern um 90 Grad verdreht ist. Während man also auf sowas wie einem Fahrrad oder so bei höherer Geschwindigkeit immer stabiler wird, erfährt man auf einem Hoverboard einen genau umgekehrten Effekt. 5 km/h gehen zum Beispiel noch locker klar, aber bei 15 km/h ist der Neigungswinkelbereich, in dem man bleiben muss, ohne hinzufallen, schon so schmal und gering geworden, dass man sich alles andere als sicher fühlt. Dazu kommt noch, dass man zweitens ständig davor Angst haben muss, mal aus Versehen 16 km/h zu erreichen, denn dann können die Motoren nicht mehr ausreichend Kraft hervorbringen, um den Fahrer auszubalancieren. Wenn man es also nicht durch irgendein Wunder oder eine Menge Skill schafft, auf dem Ding stehen zu bleiben, bis man wieder auf 15 km/h zurückgefallen ist und die Balancierung wieder vernünftig einsetzt, wird's super, super gefährlich und man fliegt definitiv aufs Maul. Nicht wahr, Colin? Das wissen die Entwickler aber auch, weswegen das Board ab 10 km/h anfängt, leise Warnpieper von sich zu geben. Aber weil die extrem nervig werden können, fährt man im Endeffekt einfach meistens 9 km/h und erspart sich diesen ganzen Stress. Ein Aspekt, bei dem mich das Oxboard aber definitiv überrascht hat, ist die Reichweite. Je nachdem, wie sportlich man fährt und wie schwer man ist, kann man nämlich bis zu 20 Kilometer schaffen. Außerdem reichen schon 90 Minuten an einer herkömmlichen Steckdose, um von 0 auf 100% Akku zu kommen, weswegen man auch gerne mal spontan irgendwo zwischendurch aufladen kann. An den meisten Tagen ist es mit dem Board aber ähnlich wie mit einem Smartphone. Man lädt es über Nacht auf und dann passt das schon irgendwie. Das Einzige, was mich etwas genervt hat, ist, dass es keinen vernünftigen Weg gibt, den Akkustand zu checken. Entweder leuchtet die Lampe grün und der Akku ist voll oder sie leuchtet rot. Dann hat man nur noch so knappe 20% Ladung und wird in einen Energiesparmodus gezwungen, bei dem das Board mit stark gedrosselten Motoren noch ein paar letzte Meter fahren kann. Laut Anleitung sollte die Lampe zwar theoretisch auch orange leuchten, wenn man bei unter 50% ist, was natürlich sehr praktisch wäre, aber mein Oxboard macht das einfach nicht. Das ist echt nervig, weil ich so manchmal, ohne es zu wissen, mit einem fast leeren Akku aus dem Haus gehe und das Ding dann tragen muss, sobald ich keinen Saft mehr habe. Und das ist echt das Schlimmste, was passieren kann, weil das Teil mit über 10 Kilo kein Leichtgewicht ist. Ernsthaft, das sollte man nicht mit sich herumschleppen, sondern eher extremes Hanteltraining damit machen. Als Notlösung kann man zwar einen passenden Rucksack benutzen, der ganz okay verarbeitet ist, perfekt auf das Oxboard maßgeschneidert wurde und das Tragen wenigstens erträglich macht, aber dass der nicht im Lieferumfang mit dabei ist, sondern nochmal stolze 70 Euro extra kostet, ist nicht gerade nice. Aber jetzt kommen wir mal zu einem wirklich spannenden Teil, und zwar, was genau macht das Oxboard anders als die ganzen IO-Hawks, Monorover und U-Runner dieser Welt? Warum genau teste ich nicht einfach irgendeines von den anderen? Nun ja, abgesehen davon, dass das Oxboard laut eigener Aussage des Herstellers mit super hochwertigen Komponenten in Europa zusammengeschraubt wird, gibt es tatsächlich ein paar Punkte, die einen großen Unterschied machen. Zunächst einmal haben fast alle Hoverboards diesen selben glänzenden, rundgelutschten und billig lackierten Plastikbody. Beim Oxboard hat man jedoch ein schönes Two-Tone-Design aus matten, unlackierten Kunststoff. Das sieht nicht nur besser aus, sondern sorgt auch dafür, dass das Hoverboard seine Farbe behält, wenn man mal eine Macke reinhaut. Und ihr werdet Macken reinhauen, da könnt ihr euch sicher sein. Denn jedes Mal, wenn man bei voller Fahrt von einem Hoverboard stürzt, rollt es weiter, indem es sich ein paar Mal überschlägt und somit selbst beschädigt. Aber auch dagegen wurde beim Oxboard vorgesorgt, da an allen prägnanten Stellen Schutzgummis angebracht wurden, die diese Stöße abdämpfen sollen. Leider lösen sich manche Stellen nach einiger Zeit auch etwas ab, aber es ist besser als ein Rahmenbruch. Eine Sache, die ich auch recht spannend finde, ist die Beleuchtung.
Während viele Hoverboards nur seltsam blinkende blaue LED-Lämpchen bieten, bekommt man beim Oxboard hinten zwei rote und vorne zwei weiße Scheinwerfer. Und wenn ich Scheinwerfer sage, dann meine ich auch Scheinwerfer, denn die Dinger sind richtig hell und leuchten den Boden um das Board sauber aus. Gerade im Dunkeln können die Dinger eine riesengroße Hilfe werden und den Unterschied zwischen ich bleib in einem Matschloch hängen und ich komme sicher voran sein, ganz abgesehen davon, dass man so auch nicht so schnell von Autos überfahren wird. Oh, und dann gibt's da noch einen Schlüssel, über den man das Oxboard per Funk ein- und ausschalten kann. Der ist zwar ganz nice und sorgt mit seiner Ähnlichkeit zu Autoschlüsseln immer wieder für lustige Situationen, wenn man ihn irgendwelchen Mädels zeigt und fragt, ob sie mal eine Runde drehen wollen, aber leider ist er super unübersichtlich aufgebaut. Manche Tasten funktionieren nur manchmal und eine scheint sogar überhaupt nichts anderes zu machen, außer nur einen Piepton auszulösen. Das ist schon irgendwie schade. Der unterste Knopf macht aber den größten Unterschied von allen, denn hinter dem Blitz befindet sich der Sportmodus. Hier wird die Sensibilität des gesamten Boards angezogen und die Beschleunigung erhöht, so dass man nochmal deutlich rasanter fahren kann als normalerweise. Und das macht sowas von Bock. Einmal richtig Gas geben und man fühlt sich für einen kurzen Moment wie in einem Tesla. Es ist einfach herrlich und echt ein Punkt, der nochmal so viel zusätzliche Begeisterung aus dem Oxboard zieht, dass der Unterschied zu den meisten billigeren Hoverboards klarer wird als je zuvor. Aber was kann man denn jetzt abschließend zum Oxboard sagen? Also eine Sache ist auf jeden Fall klar und zwar, das Oxboard ist extrem cool und es macht eine Menge Spaß. Und dabei ist wirklich egal, ob man jetzt alleine drauf unterwegs ist oder ob man es mal irgendwelchen Freunden mitbringt, damit die mal mit dem Ding rumfahren können. Denn wo ein Oxboard ist, ist auch immer sofort absolut gute Laune und richtige Partystimmung und ist natürlich extrem geil. Wer jetzt aber denkt, dass er jetzt mit dem Oxboard irgendwie voll den geilen Kauf tätigen kann, weil man gleichzeitig was Praktisches und was Spaßiges kauft, der hat sich ein bisschen geschnitten, weil ich sag mal, das Oxboard ist in der wahren Welt nur so semi-praktisch. Es gibt zwar tatsächlich ein paar Orte, die meistens Indoor sind, wo ein Oxboard tatsächlich Sinn machen könnte, wie zum Beispiel irgendwie eine große Lagerhalle oder ein Messegelände, wo man gleichzeitig auch noch eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann oder natürlich auch eine YouTube-Money-Haters-Villa, wenn man mal von Schlafzimmer 32 zur Garage 5 kommen will, das ist natürlich auch ganz cool, aber ansonsten, naja, im Alltag nutzt man es erschreckend wenig. Gerade draußen in der Innenstadt ist es einfach nicht so ein cooles Fortbewegungsmittel, wie man sich das vorstellt. Ich meine, meine Freundin wohnt so ungefähr 15 Minuten von mir entfernt und sehr, sehr selten habe ich die Strecke mit dem Oxboard angetreten, weil es einfach keinen Spaß macht. Man fährt so lang geradeaus, dass einem irgendwann die Beine wehtun und man viel zu sehr darauf konzentriert ist, die Spur zu halten und nicht wirklich die Fortbewegung an sich genießen kann. Und das ist einfach ein bisschen nervig. Und da greift man mal lieber zum Longboard, da greift man lieber zum Skateboard, zum Pennyboard, zum Fahrrad, zu irgendeinem anderen Fortbewegungsmittel, weil die machen nicht nur mehr Spaß, nein, die sind auch noch bedeutend günstiger. Denn ein Oxboard kostet, und jetzt haltet euch fest, sage und schreibe 800 Euro. Und das ist eine ganz schöne Hausnummer. Ich meine, klar, das Oxboard ist eins der besten Hoverboard, wenn nicht sogar das beste Hoverboard-Modell, das zurzeit so auf dem Markt ist. Und deswegen ist es okay, dass die dafür eine Menge Geld verlangen. Aber ob es wirklich viermal so gut ist wie die günstigsten Modelle? Naja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe euch auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung ein paar Links reingepackt, sowohl zum Hoverboard als auch zu ein paar Alternativen, damit ihr mal schauen könnt, was es da so für verschiedene Möglichkeiten gibt. Außerdem findet ihr unten auch ein paar Videos von ein paar Kollegen von mir, die verschiedene Modelle von diesen Hoverboards getestet haben. Also schaut da mal vorbei, falls ihr euch dafür weiter interessiert. Ansonsten würde ich jetzt aber sagen, nee, Moment, ich muss die Abmoderation auf dem Hoverboard machen. Mikrofon hinstellen, Fokus neu ziehen, so. Ansonsten würde ich jetzt aber sagen, war es jetzt mit diesem Video. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs freundliche Zusehen. Über Feedback unten in den Kommentaren oder via Like-Button freue ich mich natürlich wie immer sehr. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao! Woohoo!
Bido, Bido.